Schmerzen während der Periode betreffen ganz viele Frauen, jüngere Frauen, ältere Frauen, eigentlich in jedem Alter. Regelschmerzen entstehen durch Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur. Diese Kontraktionen, also das Zusammenziehen, wird dann über Nervenfasern zur Rückenmark weitergeleitet und dann oben kommt es im Gehirn an und im Gehirn entsteht dann die Schmerzempfindung. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass diese Kontraktionen durch Gewebshormone ausgelöst werden, man nennt sie Prostaglandine. Und der Unterschied zwischen den Frauen, die starke Regelschmerzen haben und denen, die keine oder nur geringe Regelschmerzen haben, besteht eben in der Menge und der Art von diesen Prostaglandinen, die in der Gebärmutter gebildet werden. Häufig ist sicher mal einfach diese Unterbauchschmerzen, die Gebärmutter selber, die man spürt und die sich krampfartig zusammenzieht. Also bei leichten Menstruationsbeschwerden muss man eigentlich gar nichts machen. Vielen Frauen hilft aber Wärme. Sie nehmen dann nachts die Bettflasche ins Bett, legen sie vor den Bauch oder ins Kreuz, je nachdem da, wo es weh macht. Tagsüber sind kleinere Kissen geeignet, die man zum Beispiel in der Mikrowelle wärmen kann. Hier ist eine Akupunkturnadel. Akupunktur kann sehr hilfreich sein. Da muss man aber Termine nehmen und sich Zeit nehmen. Von den Müttern überliefert und bekannt ist immer noch der Frauenmanteltee, die richtigen Kräuter, um von innen her zu wärmen. Öle sind beliebt, um auf den Bauch zu streichen und den Bauch zu wärmen. Viele Frauen haben keine Menschschmerzen mehr, seit sie die Pille nehmen. Andere haben sie immer noch. Es gibt die Schmerztabletten natürlich. Und als neues, spannendes Prinzip der schmerzlindernde vibrierende Tampon, also dass man mit Vibration eigentlich den Schmerz sehr gut auch angehen kann. Es gibt im Wesentlichen zwei Mechanismen, wie man sich das erklären könnte. Ein Mechanismus, den nennt man den sogenannten TENS-Mechanismus, der besteht darin, dass durch die Vibration am Muttermund Nervenfasern aktiviert werden, die gleichzeitig mit den schmerzempfindenden Fasern zum Gehirn laufen und dann die Signale dieser schmerzempfindenden Fasern hemmen. Der zweite Mechanismus, der möglicherweise gleichzeitig wirksam ist, ist eine Beeinflussung des Stoffwechsels in der Gebärmutter, und zwar von den Gewebshormonen, die verantwortlich sind für die Krämpfe, für das Zusammenziehen der Gebärmutter. Hier kann man sich vorstellen, und das wird auch weiter untersucht werden, dass durch diese Vibrationen diejenigen Prostaglandine, die Krämpfe machen, weniger gebildet werden und die anderen Prostaglandine, die eher zu einer Erschlaffung der Gebärmutter führen, mehr gebildet werden, sodass man im Endeffekt eine Minderung der Kontraktionen und der Krämpfe beobachten kann. Das erste Mal wurde er mir in der Apotheke vorgestellt. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es halt etwas Neues ist, das man noch nie gehört hat. Ich habe mich doch entschieden, den auszuprobieren und bin eigentlich positiv überrascht. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, weil durch diese wenigen Vibrationsimpulse, das so stark die Krämpfe im Magen löst, weil so kann man auf Medikamente verzichten und das finde ich eigentlich eine gute Alternative.